Ich möchte euch heute mal den Unterschied erklären zwischen den beiden Slicker Brush. Das eine ist die Slicker Brush Soft und die normale herkömmliche Slicker Brush. Ganz eindeutig ist natürlich der Unterschied, die Soft hat kleine Noppen auf den Slickern und deswegen ist die sanfter zum Hund. Man kann den Hund nicht so leicht kratzen wie mit der, aber die hat eben auch ein paar Nachteile und das werden wir jetzt gleich mal sehen. Und zwar habe ich gerade schon mal festgestellt, dass beim Bolonka-Fell die Softbürste nicht gut geeignet ist. Also ich persönlich würde sie für den gar nicht empfehlen, weil sie rutscht eigentlich nur drüber. Auch gegen den Strich erreicht man nicht wirklich etwas. Er ist jetzt zum Glück gar nicht verfilzt, aber man merkt es beim Bürsten, man rutscht nur drüber und es bleibt auch nichts drin. Im Vergleich, wenn ich dann die normale nehme, dann merkt man dann schon, dass hier und da ein Widerstand ist. Ja, und er sagt dann natürlich auch, oh, das zieht ein bisschen. Genau. Und da sieht das Fell auch ganz anders aus. Und hier ist auch ein bisschen, sieht man es in der Kamera, ein bisschen Fell auch drin. Das sind die kleinen Verfilzungen, die eben ganz normal entstehen. Genau, ganz wichtig bei der Arbeit mit Bürsten ist immer, dass Sie auch hinterher den Kamm nehmen. Also nur Bürsten alleine funktioniert nicht. Hier sieht man jetzt, hier ist das gut, weil der Hund ist grundsätzlich gut gepflegt. Aber vorhin am Bein, wir probieren mal das Vorderbein aus, wie das ist. Ja, der Jesper ist kein Freund vom Kämmen und Bürsten, aber das gehört halt dazu. So. Ein bisschen mitnehmen, wird es mir guter. Ja, hier sieht man dann, da merkt man dann eben mit dem Kamm immer noch die letzten paar Knötchen, die man mit der Bürste alleine nicht rausbekommt. Und deswegen immer noch mal mit dem Kamm hinterhergehen. So, aber wofür die Softbürste sehr gut geeignet ist, ist zum Trockenfühlen des Kopfes. Gerade bei Hunden, die so ein bisschen zimperlich sind wie er, kann man mit der Bürste dann gut das Fell immer wieder vereinzeln, damit er schneller trocken wird, ohne Gefahr zu laufen, dass man den hier sehr kratzt. Hier sieht man ja die Haut auch sehr, dass man den da nicht so kratzt, dass man in die Augen nicht reinkommt oder sie nicht verletzen kann. Auch an der Schnauze sind sie immer sehr empfindlich, da kann man mit der normalen Slicker Brush eben schnell Verletzungen herbeiführen. So, ich führe mal ganz kurz das Fühlen am Kopf vor, dass Sie es mal gesehen haben, wenn es euch interessiert, Sie interessiert. Dann kann ich gerne auch nochmal ein spezielles Video dazu machen. Also ich fühle das immer so kurz an und gehe dann mit der Bürste drüber. Dadurch wird das dann schneller trocken, als wenn ich jetzt nur föhnen würde. Und der Hund hat immer so eine kurze Entspannungsphase. So, ihr habt gesehen, wie schnell der Oberkopf jetzt trocken ist. Der andere Vorteil von den Bürsten zwischendurch ist, dass die Haare schön lang gezogen werden, weil der Föhn hat nicht die Kraft wie der Hundeföhn, der automatisch die Haare lang zieht und deswegen immer mit der Bürste und dadurch werden die Haare dann schön glatt, schön gerade. So, das war mein Video zu den beiden Bürsten. Wenn ihr Fragen habt, gerne fragen und wenn ihr Anregungen habt oder euch irgendein Thema noch interessiert, dann immer her damit. Ich mache euch gerne neue Videos.